ist ein Spiel, bei dem mein Publikum eine faire Chance auf einen großen Gewinn hat. Und mal schauen, mit wem wir heute spielen. Ich habe bisher nur mit Frauen gespielt. Und deswegen würde ich heute gerne mal mit einem jungen Herrn spielen. Haben Sie Lust, mit mir mitzuspielen? Ich würde es versuchen, ja. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber... Erklären wir Ihnen alles. Wie ist Ihr Name? Christian. Riesenapplaus für Christian. Kommen Sie, Christian, hallo. Hier ist Ihr Mikrofon. Nehmen Sie Platz. Hi, Peter. Ich bin Christian. Danke. Ich von dir ein auch. Ein Fan. Ich weiß gar nicht, wer der junge Mann ist, aber der. Ja, es geht. Es ist einiges schiefgelaufen zum Teil. Christian, wir haben... Peter Rütten, toll. Ich bin auch ein großer Fan. Wir haben einen ganz großen Tag. Das ist nicht geschminkt, das ist echt. Das ist wirklich echt. Das ist wirklich echt. Schön ein Messer rein. Und mit Christian haben wir uns einen ganz frechen rein ins Haus geholt. Nein, das ist Geschichte von Komm, wir holen wieder Yvonne. Yvonne ist heute nicht hier. Bist du ein Berlin-Mitte-Boy? Haare so, und bist du aus Berlin hier? Das ist eine Beleidigung. Nein, nein, überhaupt gar nicht. Aber das ist eine sehr aufwendige Frisur, die ich sonst nur von der Kinderschokoladenpackung kenne. Ja, Waldorfschule halt. Warst du? Nein. Montessori-Kindergarten wenigstens. Nein, ich komme aus dem Osten. Sag sie ins Mikrofon rein. Das muss ja nichts heißen, jetzt hast du eine faire Chance. Ihr beiden süßen Streithähne. Wir haben jetzt für dich wahrscheinlich einer der größten Tage in deinem Leben, dann später rückblickend betrachtend. Du hast die Chance, gegen Nils Hof heute hier zu punkten. Du hast die Chance, Preise abzuholen. Also, es gibt Preise hinterher. Ja, oh ja. Erste Runde. Ich habe schon zweimal gewonnen, Disziplin. Es gab tolle Preise. Christian, da musst du mir das Mikro geben, weil... Nicht, dass du ein kleines Handicap bekämst, aber sagen wir mal so. Zieh mal den Handschuh an. Wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Ich muss leider ohne Handschuh machen, weil ich meine mich am Finger verwechselt habe. Ja, das wirkt auf den ersten Blick, wirkt das abgekartet. Das ist aber Blödsinn. So, kurz die Regeln. Stein schleift Schere. Absolut. Papier deckt Brunnen ab. Schere und Stein fliegen in den Brunnen. Das war's, oder? Christian ist orientiert, du bist drin. Im Los Brunnen, geht's. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Stein schleift Schere. Christian hat gewonnen. Das ist ein Brunnen. Ja, fällt auch ein. Ist okay. Ja. 1-0. Ja, yeah. 1-0. Wow. Und das mit dem Handicap. Das muss man erst mal hinkriegen. Blitzschnell versenkt. Zweite Runde. Geschminkt. Hallo, ja. Konzentration. Ja, dachte, meine Wunde am Finger sei geschminkt. Haben wir hier ein großes Turnier oder nicht? Ja, okay, Mann, ich bin voll da. Schnick, Schnack, Schnuck. Au. Oh, was hast du, Christian? Das ist eindeutig, ist es ein Brunnen. Ist es ein Brunnen? Und Papier deckt Brunnen ab. Ja. Tut mir leid. Punkt an Nils. Ha. Sehr geil. Okay, nochmal. Eine dritte Runde, das ist die entscheidende Runde. Dritte entscheidende Runde. Ich liebe großen Sport. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja? Papier deckt Brunnen ab und wickelt Stein ein. Nee, das kann ich nicht. Gucken, komm, wir schauen runter, ob du Muss lügst. Ich den Peter fragen, ob er das gelten lässt? Mal sehen, was er drunter hat. Was? Ich denke, lass uns erstmal zu Ende spielen. Ah! Papier wickelt Schere ein. Kennst du dieses Papier, das die Schere einwickelt? Papier wickelt Schere ein. Hab ich noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? Papier wickelt Schere ein, eindeutig. Das ist neu für Christian, altbekannt für Toni. Uns. Toni! Ja! Nils gewinnt die erste Runde. Tut mir leid, Mann. Jetzt. Hey, Mann, du bist ein fairer Verlierer. Warst du nervös? Da ging einem aber schon mal das Herz ein bisschen schneller zum Teil. Ui, ui, ui. Aber es ist ja nicht so, dass ich es jetzt Ich sah mich jetzt schon auf der Verliererstraße ein bisschen, ja. Christian war aber auch wunderbar präpariert für dieses Spiel. Was ihm bei der hat ja auch einen Boxhandschuh, das war ja völlig unfair. Ja, eben. Wir wollten es ja auch für dich ein bisschen schwieriger machen. Mhm. Wir schauen jetzt mal, weil wir haben eine zweite Runde. Und was die Familie zu Hause jetzt an dem Bildschirm vielleicht überraschen wird, wir machen Sackhüpfen. Wow. Okay. Schon mal gemacht? So. Christian, so, geht wird alles in deinen Sack Ding. Gerade? Ist wirklich... Hey, das Spiel heißt, Nils gewinnt, oder? Ja, schlüpf mal rein. So. Ah, damit holen wir uns Sympathiepunkte beim Publikum, das ist super.
Da heißt es immer hinterher oft, ach, da ist geschoben das ist worden. Ja, das ist alles Blödsinn. Wir das ist ja viel schwieriger offen. Bei mir. Ich muss das ja, ich kann gar nicht so einfach hüpfen wie der. Also, Sack hüpfen, auf die Plätze. Wir müssen doch da hinten hin die Stöcke abholen. Achso, ihr müsst nämlich die Staffelstäbe beim Keyboarder abholen. Das sind doch Schlagzeug. Dann zurück wieder hier hin und ich schau mal auf den Zieleinlauf. Auf die Plätze. Fertig. Los! So, ab geht's. Das war ein Herzschlagfinale. Das war wirklich knapp. Ah, habe ich jetzt gewonnen? Nils hat gewonnen! Wow.